Willkommen zu einer weiteren Einheit des Methodik-Kits von Insta-Statistik. In dieser Einheit geht es um Moderatoren und Mediatoren und wie wir prüfen können, inwieweit diese Effekte für unser Modell relevant sind, also wie wir sie in ein statistisches Schätzmodell mit einbinden können. Dann haben wir als erstes die Moderatoren. Ein Moderator, dafür habe ich eine abhängige Variable. Standardgemäß gehe ich halt davon aus, die unabhängige beeinflusst die abhängige. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass es nur eine Drittvariable gibt, die zum einen auch einen Einfluss auf die abhängige Variable hat, aber ebenso auch in Beziehung mit der unabhängigen steht. Das ist also hier, und das ist das Besondere am Moderator, einen Einfluss des Moderators, der Moderator-Variable, nicht nur auf die AV, sondern auch auf die UV gibt. Das heißt, der Moderator beeinflusst beide Variablen. Modelltechnisch können wir das so berücksichtigen. Wir rechnen erstmal bei den beiden Variablen hier das Produkt aus, also diese Variable mal diese Variable. Dieses Produkt nehmen wir in das Gesamtmodell mit auf und prüfen dann, ob dieser Effekt, der Interaktionseffekt, wie man ihn auch nennt, signifikant wird. Wenn das der Fall ist, können wir sagen, dass diese Variable hier oben moderierend auf die Beziehung von UV und AV wirkt. Jetzt ist das, wie ich es hier dargestellt habe, einfach aus dem Grund so gemalt, damit man wirklich sieht, der Moderator hat einen Effekt auf die AV und auf die UV. In vielen Modellen wird ein Moderator so dargestellt, dass einfach ein Pfeil vom Moderator auf diese Beziehung weist. Das ist nicht ganz so eindeutig für jemanden, der noch nie was damit zu tun hatte, was denn das bedeuten soll. Ja, der Moderator beeinflusst die Beziehung, das stimmt schon, aber er beeinflusst sie dadurch, dass er beide Variablen beeinflusst. Das heißt, hier haben wir dann auch nochmal, wie gesagt, die Beschreibung, wie kann ich es in ein Regressionsmodell mit aufnehmen. Ich kann es zum Beispiel aber auch in eine Korrelationsschätzung mit aufnehmen, indem ich diese Moderatorgröße oder diese Drittvariable in eine partielle Regression mit einbinde. Das waren Moderatoren. Mediatoren sehen so aus, dass ich auch wieder eine UV und eine AV habe. Die UV wirkt auf die AV. Eine Drittvariable, den Mediator, und der wirkt auch auf die AV. Aber anders als der Moderator habe ich eben nicht einen Effekt des Mediators auf die UV, sondern einen Effekt der UV auf den Mediator. Dementsprechend wirkt die UV über zwei Kanäle auf die AV. Einmal direkt über diesen Kanal und einmal indirekt, indem sie den Mediator beeinflusst und der Mediator beeinflusst die AV. Genauso teste ich auch, ob dieser medierende Effekt signifikant ist. Ich schätze einmal den Effekt der UV auf den Mediator, dann schätze ich den Effekt des Mediators auf die AV, dann multipliziere ich die beiden und teste, ob das Resultat davon signifikant ist. Das muss ich an der Stelle natürlich berücksichtigen. Hier normal verteilt, hier normal verteilt, also die Residuen. Das heißt, ich kann, wenn ich die beiden multipliziere, keinen Standard-T-Test anwenden, weil das Resultat nicht mehr normal verteilt sein wird. Das heißt, idealerweise verwende ich hier zum Beispiel ein Bootstrapping-Verfahren, um Standardfehler zu bekommen, für den Effekt ein Konfidenzintervall zu bestimmen und damit zu prüfen, ob der Effekt im Konfidenzintervall liegt, ob die 0 im Konfidenzintervall liegt oder nicht, also der Effekt signifikant von 0 verschieden ist oder nicht. Das wäre soweit auch alles zum Mediator-Effekt. Wir können noch eine kleine Ergänzung machen. Ich sagte eben schon, okay, wir können das Ganze auch bei Korrelationen machen. Bei Korrelationen spielt die Richtung dieses Zusammenhangs hier keine Rolle. Es geht halt in beide Richtungen. Das heißt, aus einer Korrelationsperspektive heraus habe ich keine wirkliche Unterscheidung zwischen einem Moderator
und einem Mediator. Das so als Ergänzung. Dann sind wir damit auch am Ende dieser Einheit angekommen. Ich sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.